Hallo und herzlich willkommen zurück zu JoieForce. Wir sind zurück mit einem neuen Video, aber als allererstes begrüße ich ganz herzlich den Gefährten. Hallo Gefährtin, und heute stellen wir euch ein gigantisches MOC vor von den Brick Days. Das hat natürlich jemand anderes gebaut, will aber anonym bleiben, respektieren wir, aber wir bekamen die Erlaubnis, dieses fantastische MOC einfach mal zu filmen und ein paar Details einfach zu erläutern. Ja, denn es ist Thema Römer. Ich würde sagen, wir gehen einmal kurz rumherum, danach schauen wir uns die Details an, damit ihr alles sehen könnt. Römer gab es ja leider noch nie von Lego als Themenwelt. Es gab ab und zu Römer in der Minifiguren-Serie und davon hat er natürlich mehrere hundert kaufen müssen. Und sonst gab es dann, es gab auch keine, sag ich mal, Stadtbewohner der Antike. Dann hat er einfach versucht, Figuren zu nehmen, die ähnlich gekleidet sind. Es könnten Jedis gewesen sein mit ihren Mänteln, auch einige Figuren mit nackten Oberkörpern. Ein Jahr Bauzeit, wie gesagt, 1000 Figuren, Steine, weiß er nicht, aber ich glaube, es ist auch sehr schwer zu schätzen. Fangen wir einfach mal an, glaube ich, einmal kurz hier mit der Mitte. Das ist einfach so eine lange Römerstraße und ja, ihr könnt sehen, wie viele römische Legionäre das sind. Also beeindruckend. Aber was halt hier auch relativ cool ist, weil er auch bekannt dafür ist, auf ganz vielen Ausstellungen gleichzeitig zu sein, ihr könnt es, glaube ich, auch erkennen, die Paraden, also die Römerparaden mit den Soldaten, die stehen halt immer auf Plates drauf. Das heißt, er kann die einfach ganz locker reinschieben und muss halt nicht aufpassen, dass die Minifiguren alle umfallen. Genau. Dann hier neben der Römerstraße, wir schauen uns das nachher nochmal von hier hinten an, ein kleiner Markt, auch sehr lustig. Zum Beispiel hier ist dann, sind einige so Easter Eggs von bekannten Figuren. Ja, und da in der Mitte wird es schon ein bisschen brutal, denn da ist ein Sklavenverkauf. Es wird aber noch brutaler, keine Angst. Und ja, dann hier kurz ein Schwimmbad, wollte ich jetzt schon sagen. Aber ist das eigentlich eine Kaskade? Ja, oder Therme. Genau. Hier beeindruckend auf jeden Fall ist einfach diese Wellen, die er versucht hat nachzubauen, denn er hat sich halt gedacht, ich baue die nicht einfach nebeneinander reihenweise auf, die kleinen blauen transparenten Bricks, sondern ich werfe die einfach rein, damit dieser Effekt einfach viel besser zur Geltung kommt. Genau. Hier noch so ein kleines Easter Egg, Wonder Woman. Und hier dann die Seitenstraße. Da werden die Sklaven abgeführt. Ganz cool auch die Kutschen. Hier dann reiche Römer. Und links daneben das Brutale, was ich angesprochen habe, was ja zu dieser Zeit üblich war. Kreuzigungen. Aber hier trotz allem auch wieder toll dargestellt, weil er hat halt die Arme einfach rausgenommen, um die halt noch mehr in Szene zu setzen. Genau. Ja, dann allein das Gebäude ist schon krass. Ein Tempel. Schauen wir uns das gleich nachher nochmal von der Vorderseite an, denn dann dazu einfach später mehr. Kein Innenleben, leider, aber man kann das Dach auf jeden Fall öffnen und da kann man ein bisschen die Konstruktion einfach erkennen, wie er vorgegangen ist, aber auch hauptsächlich mit ganz vielen farbigen Bricks einfach. Genau. Ja, das hier ist irgendwie mein Highlight, eine römische Galeere. Was soll ich sagen, das sieht mega aus. Also erstmal so ein Hafen, hier ist noch ein Hafen integriert, die römische Galeere. Das hier sind, glaube ich, die der Wikinger. Genau, also alles original Lego. Und unten kann man noch die Sklaven erkennen. Ich glaube, hier ist es ein bisschen schwierig mit dem Licht, aber eigentlich kann man das anheben. Wir wollen das aber jetzt nicht kaputt machen. Da sind noch überall Ruderer. Also Galeere, warum gab es das nicht als Set? Und das hier sieht mega aus. Genau, und was mir halt hier auch besonders gut wieder gefällt, ist halt dieser Wellengang einfach zusätzlich unterlegt mit diesen kleinen transparenten Bricks und halt die Figuren, die auch zusätzlich dargestellt sind, wie einfach ein paar lustige Enten oder die Wale und Rochen, Delfine. Ja, vielleicht kannst du das mal schön so hinten filmen, wie das von weitem einfach ausschaut. Das ist riesig. Dann Genau, noch ein paar so Hafengebäude. Natürlich auch hier, die Truppen werden empfangen. Hier würde man meinen, das ist vielleicht Julius Caesar oder angedeutet, dass es Julius Caesar sein soll. Genau, einfach der Kaiser, der Statthalter. Jeder hat seine eigene Interpretation. Und hier ist auch schon wieder ein lustiges Easter Egg, da steht nämlich ein Superkampf-Droide. Genau. Dann hier kleiner Mauerring und hier kommen wir, finde ich, ja, neben der Galeere zum beeindruckendsten Gebäude. Ich wollte aber noch was ansprechen, nämlich diesen tollen Turm, weil der ist nämlich auch richtig cool nachinterpretiert, halt mit den Flammen, die ja einfach den Ausdruck darstellen sollen, dass jetzt was passiert. Genau. Ja, das hier ist angelehnt an die Porta Nigra aus Trier, oder Augusta Treverorum, wenn man sich mit der römischen Geschichte auskennt. Also die Porta Nigra, das schwarze Tor. Genau. Das heißt, hat einige Fotos davon gemacht, sich das live angeschaut und als Vorlage, denn das war ein Stadttor und soll man sagen, was ist das für ein... Also es sieht auf jeden Fall sehr richtig und realistisch gebaut aus. Das Einzige, was halt natürlich ein bisschen stören könnte, wäre halt die Farbe, weil die Porta Nigra eben, wie gesagt, schwarzes Tor, einfach wäre ein bisschen ein dunkler Ton wahrscheinlich geeigneter gewesen, aber im Endeffekt stört es einen jetzt nicht so. Hier noch so ein kleines witziges Easter Egg, Asterix und Obelix und Saruman als Miraculix. Ja, also 1000 Figuren, ich glaube, wir könnten jetzt hier 2 Stunden filmen und wir wären noch nicht fertig. Es sind einfach total viele Details mit inbegriffen, aber das Tolle ist halt, finde ich, immer noch diese paar kleinen Easter Eggs, denn der Aussteller hat sich nämlich auch dabei gedacht, besonders für Kinder könnte man da so etwas Kleines einfach draus machen, damit die einfach noch ein bisschen mehr ins Detail reinschauen sollen, um die Easter Eggs zu finden und um diesen Themenbereich der Römer einfach abzudecken. Ja, hier einfach noch ein paar Gebäude. Ja, das letzte Abendmahl, auch ein sehr cooles Detail, auch sehr cool dargestellt. Hier eben die Jedi-Roben, die ich angesprochen habe, als Beispiel. Dann unten, ja, Betten. Ich meine, die Römer müssen auch irgendwo schlafen. Und da links, was natürlich nirgendwo fehlen darf, sind die Latrinen, die man auch von den Römern kennt. Und eben auch diesen zusätzlichen Schwamm, den sie sich halt ja immer geteilt haben. Also kann man ja auch an dieser kleinen Rolle sehr gut erkennen. Und das finde ich sehr cool, der Steinmetz, der seine Statuen hier baut. Dann nochmal hier diese Allee, wenn man es so nennen kann, die eben aus dem Stadttor in die Stadt führt. Und hier kann man es halt auch nochmal viel, viel besser erkennen. Wie gesagt, die ganzen Römer stehen einfach auf diesen Plates drauf. Das ist viel, viel leichter zum Transportieren oder zum Verschieben, wenn man so möchte. Ja, dann kann man hier schön nochmal den Tempel nachher von genau vorne sehen. Und in der Mitte ist auch ein sehr cooles Easter Egg, meiner Meinung nach, irgendwie. Auch wieder mit Saruman, da ist auch noch... Ne, ich meinte das jetzt vor der... Ja, aber das meinte ich jetzt einfach zusätzlich. Oder auch Superman, der auch noch oben drauf steht. Genau, und dann hier vorne eben Hulk. Mhm. Und dann das andere Mini-Stadttor. Ich finde es einfach auch cool mit diesen grauen Figuren, also nur dieses graue. Ich finde es eigentlich erstaunlich, wie viele Figuren man damit bauen kann. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Und das hier finde ich auch mehr als beeindruckend. Die Quadriga. Sind das nicht die Hunde von Hobbit? Ja, das sind genau die. Es ist halt einfach erstaunlich, weil das ganze MOC insgesamt halt die Römer, das Thema Römer schon abdeckt, aber im Endeffekt ist halt nichts wirklich richtig von den Römern dabei. Ja. Und das ist wirklich erstaunlich. Und dann, ja, das letzte, das Amphitheater. Amphitheater, ein Wagenrennen. Auch hier kann man so ein bisschen verschiedene Figuren wiedererkennen, damit das halt, ja. Das ist auch ein C3PO, auch wieder als Easter Egg versteckt. Ein Droide, Dagobert Duck. Ja, und dann hier der Kaiser oder Statthalter oder ein Konsul, der sich das ganze Spektakel anschaut. Ja, also... Wir sind auf jeden Fall begeistert von dem MOC. Ich finde es einfach schade, muss ich ganz ehrlich sagen, dass es Römer nicht als Themenwelt gibt, denn was man damit bauen kann, meiner Meinung nach ein komplett vergessenes Thema und dass man das doch trotzdem irgendwie geschafft hat, hier so klasse zu inszenieren, wohlgemerkt, es gibt nur ganz wenige Römerfiguren. Ja. Deswegen, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da und das MOC wird wahrscheinlich noch mal nächstes Jahr auf den Brick Days ausgestellt in Luxemburg. Wenn ihr Zeit habt, wenn ihr dagegen seid, dann kommt vorbei, schaut es live an und wir sehen uns dann bis zum nächsten MOC wieder. Genau, euer JoieForce-Team. Tschüss. Tschüss.